Der Korb mit Eiern. Eine kanadische Geschichte. König Winter herrschte über die kalten, dunklen Monate des Jahres. Er saß auf einem eisigen Thron in seinem Eispalast, befahl dem Schnee zu fallen und kalten Windböen über das Land zu wehen. Wenn er herrschte, konnte in der gefrorenen Erde nichts wachsen und alles wirkte leblos. Eines Tages tanzte ein Sonnenschimmern auf den Eiszapfen, die vom Dach des Palastes hingen. König Winter begann sich schläfrig zu fühlen. Der Frühling ist erwacht, seufzte er gähnend. Ich kann seine Schritte hören. Langsam begann er zu schmelzen, Tropfen um Tropfen, bis von ihm nur noch ein See aus Wasser blieb. Nun ging dort, wo König Winter geherrscht hatte, der Frühling einher. Frühling war ein junges Mädchen mit langen, hellen Haaren und veilchenblauen Augen. Wo immer es entlang ging, schmolzen See und Eis und füllten sich die Flüsse und Bäche. Wo immer es hinschaute, wuchs das Gras und Blumen schossen in die Höhe, tanzten in der warmen Brise, die aus seinen Haaren strömte. Die Welt war voller Glück und Hoffnung. In den Wäldern versammelten sich die Tiere und bereiteten sich auf Ostern vor. Wer wird in diesem Jahr den Korb mit den Eiern ins Dorf zu den Kindern bringen? Fragte die gefleckte Henne. Er ist eine zu schwere Last für mich. Lass mich den Korb tragen, den Korb tragen, sagte das Wiesel. Bei mir ist er sicher. Wir wissen, wie gerne du Eier frisst, sagten die anderen Tiere aufgeregt. Der Korb wäre schnell leer. Der Bär trat vor. Ich hatte einen guten Winterschlaf, sagte er. Ich werde die Eier tragen. Oh nein, riefen alle. Du wirst die Kinder erschrecken. Wir brauchen jemanden, der sanft ist. Da bemerkte die gefleckte Henne den weißen Hasen. Die Kinder freuen immer, wenn sie dich sehen, sagte sie. Wirst du den Korb mit den Eiern tragen? Der Hase stimmte zu. Dann ist alles gut, sagte die gefleckte Henne. Aber die Welt war noch nicht bereit für Ostern. Auf der Wiese waren die Blumen dabei zu entscheiden, welche von ihnen die Osterblume sein sollte. Nehmt mich, rief die Hundsrose aus der Ecke. Nein, sagten die anderen Blumen, du bist viel zu dornig. Wie wäre es mit dem Veilchen? Schlug das Gänseblümchen vor, aber das Veilchen war zu schüchtern. Die Madonnenlilie soll die Osterblume sein, sagte es. Sie ist so rein wie Jesu Herz. So wählten sie die Lilie. Die Vögel hatten sich versammelt, um zu entscheiden, wer von ihnen am Ostermorgen singen sollte. Das sollte natürlich ich sein, sagte die Krähe. Ich habe die lauteste Stimme. Alle werden mich hören. Die anderen Vögel zwitterten einander zu. Deine Stimme mag ja laut sein, Krähe, aber sie klingt auch sehr schroff, sangen sie. Bing,
schlug der Spatz vor. Alle lieben den piep, 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 zwitschernden Spatz. Piep, 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 piep. Aber niemand wollte ein Zwitschern für Ostern. Sie wollten einen schönen Gesang. Fragen wir das Rotkehlchen, sagte die Schwarzdrossel. Seine Stimme ist melodisch und seine Brust ist rot wie Jesu Blut. Das Rotkehlchen war stolz, ausgewählt worden zu sein. Auf welchem Baum soll ich am Ostermorgen singen? Du kannst auf meinen Ästen stehen, sagte die Eiche. Aber das Kreuz, das Jesu tragen musste, war aus Eiche gezimmert worden. Du kannst auf meinen Nadeln sitzen, sagte die Kiefer. Nein, du bist viel zu pieksig, sagte das Rotkehlchen und flog hinüber zur Weide. Darf ich auf deinen Ästen singen? Fragte das Rotkehlchen. Es war eine Weide, die weinte, als ich Jesu Leid sah. Bescheiden nahm die Weide die Wahl an. Am nächsten Morgen bekamen alle Kinder des Dorfes Eier aus dem Korb des Hasen. Auf dem Weg zur Kirche hörten sie das Rotkehlchen auf der Weide singen und vor dem Altar sahen sie hohe Lilien stehen. Die Welt war bereit, Ostern zu feiern, voller Hoffnung und Freude, und alle sangen Halleluja. Frohe Ostern und bis morgen.